Jeden Morgen macht er Push-Ups. Er ist nie länger als 3 Nächte an einem Ort. Und er duscht ausschließlich kalt. Weil er beruflich viel unterwegs ist, hat er seine Wohnung aufgegeben. Er schläft im Hotel oder bei Freunden. Er besitzt nur noch 64 Gegenstände. Cedric Waldburger ist Minimalist. Das ist alles, was ich kann, ja. Alles Materielle, was ich besitze. Also nebst dem Bankkonto? Bankkonto, natürlich eben auch Firmen, verschiedene Projekte. Das sind ja sozusagen auch Anteile, die man besitzt. Aber alles, was man irgendwie anlangen kann, ist das, was da auf dem Bett liegt oder was ich gerade anhabe? Ich glaube, es geht sehr stark darum, dass man sich bewusst wird, was ist es, was mir wichtig ist und was ist es, was mir nicht wichtig ist in meinem Leben, und dann konsequent das umzusetzen. Und das sieht man bei mir vielleicht sehr stark im Bereich der Gegenstände, die ich besitze, wie konsequent ich das umgesetzt habe. Aber ich versuche das auf vielen anderen Lebensbereichen auch so zu machen und sehr konsequent Entscheidungen zu treffen. Insofern glaube ich, ist es schon ein Trend, wo viele Leute irgendwie das Gefühl haben, einfacher ist besser oder ich möchte mich nicht mit Sachen umschlagen. Minimalist Waldburger entwickelt Apps, um sein Leben und das aller anderen zu optimieren. Er ist international an verschiedenen Firmen und Projekten beteiligt. Darum ist er ständig unterwegs. Sein Büro ist jeweils dort, wo es Internet gibt. Morning, guys. Morning. Let's jump right into our weekly call. I feel refreshed. I just Fast alle seine Mitarbeiter leben in Osteuropa. Er hat sie zwar mit einer selbst entwickelten App eingestellt, kennt aber noch nicht alle persönlich. Awesome. Wir haben sehr viel Kontakt, ja. Wenn man es persönlich bezeichnet als in der echten Welt, dann ist das vielleicht schon etwas, was mir ab und zu fehlt. Ja, was schön wäre, wenn ich irgendwie mit meinen Mitarbeitern am Abend etwas könnte trinken. Wir holen das aber sehr bewusst nach diesen Retreats, wo wir uns alle 3 Monate irgendwo in der echten Welt treffen. Und dann wirklich auch voll uns darauf konzentrieren, um viel Teambuilding-Sachen zu machen und uns kennenzulernen. Selim Tolga ist Minimalist. Sein Glück ist der Überfluss der anderen. Meine Mission ist, dass die Leute sich wieder freier fühlen können. Leichter durch das Leben gehen können, ohne Ballast, mit dem Fokus auf das Wesentliche. Wer unter einem zu viel leidet, meldet sich bei ihm. Er ist Aufräumcoach. Sie brauchen mehr, weil sie viel Material angesammelt haben, meistens über viele, viele Jahre. Und es ist einfach schwierig, loszulassen. Es gibt verschiedene Gründe und dann holen sie eben mehr, weil es dann einfacher ist, loszulassen. Und es macht auch mehr Spass, mit jemandem zusammen aufzuräumen. Wir sind hier in der Schweiz. Also der Schweizer ist, was Aufräumen anbelangt, sehr zurückhaltend. Auch scheuch. Man tut sich nicht gerne outen. Und darum muss das alles sehr diskret ablaufen. Und darum habe ich auch keine Aufschrift auf dem Auto oder auf meiner Jacke. Und es läuft alles sehr diskret ab und das wird auch geschätzt. Hallo, Ute. Hallo, Selim. So. Können wir etwas vor? Hast du gut geschlafen? Ja, ich gehe da vorbei. Ich habe gerade schon mal den ersten Blick geschlagen. Oh! Ah, ja, gut. Ich habe Platz gemacht. Die Weihnachtsdeko. Das Objekt, das man im Jahr braucht. Braucht man im Jahr? Ja, also sicher. Okay, das ist gut. Nicht jedes zweite Jahr Weihnachten. Aber man könnte es vielleicht auf die Winde tun. Ja. Das wäre das noch besser. Ja, gut. Oh, wir mal eine Runde machen. Kommt ja schon gut an. Ja, mach eine Runde. Jetzt zeige ich dir mal die Wohnung. Komm, jetzt gehen wir rein in die Wohnung, genau. Ja. Jetzt schauen wir mal. Also, ich war ja eigentlich schon da, gell? Ja, kurz. Es ist immer noch viel. Ja.
Hast du das extra aufgeräumt, jetzt, wo ich Nein. Bevor... Nein, super. Nein. Bravo. Das ist gut so. Ja. Ich räume ja mit dir auf. Das genau. ist ja der Punkt. Genau, oder? Weil ich es so. Nicht allein kann. Weil mir alles leid tut, wo ich wegwerfe. Und wenn du sagst, es ist Mist, vielleicht fällt es mir dann leichter. Also. Wenn du jetzt so ganz kurz die Wohnung, so, wie sie ja. jetzt ist, mit allen Räumen, ja. visualisierst du Gedanken, mhm. was würdest du dir erhoffen? Wie würde die aussehen, allgemein? Ich erhoffe mir mehr Klarheit. Mehr Klarheit. Eine Reduktion. Mhm. Geschirr, Bücher, Bilder, Lampen. Ich habe vor allem ein bisschen zu viel. Okay. Aber meine Tochter will gar nicht. Mhm. Weil sie hat es gerne klar und clean, wie du auch. Mhm. Ja. Gut. Mhm. Wollen wir loslegen? Wow! Komm, oh. Das Wichtigste ist, mir fällt einfach irgendjemand an. Und dann kommt ja. man in den Fluss rein. Ist warm. Ja. Jetzt gehen wir einfach mal in den Paper rum. Ah, gut. Los geht's. Papier, wenn es da. Mhm. Da wird es gut brennen. Gell? Okay. Das war immer so eine Notlösung. Jetzt muss das Tischchen da her und da hat es gerade Platz gehabt. Was ist zum Beispiel in dieser Box drin? Weißt du das noch? Die sind leer. Oh, die sind leer. Ja, super, haben wir schon etwas aufgeräumt. Also, ja, also leere Schachteln muss nicht sein, gell? Okay. Aber sie sind schön. Guck mhm. mal. Ich vertraue ihm. Ich denke, wir tun miteinander das weg, wo weg muss. Aber wieso haben Sie das nicht allein? Ich habe einen Vortrag von ihm gehört. Und da hat er das so toll erzählt, wie er das organisiert und wie er das managt. Und dann habe ich gedacht, wieso nicht einer, der mir hilft? Andere nehmen den Psychiater zum Helfen und ich nehme da so einen Ordnungscoach. Das ist sehr typisch. Also, es sind sehr unterschiedliche Leute, die mich kontaktieren. Und das sind meistens eben Leute, die einfach zu viel angesammelt haben. Das hat mhm. sich kumuliert über mehrere ja. Jahre. Und sie fühlen sich Jahrzehnte. Einfach... Jahrzehnte sogar, ja. Mhm. Sammelt sich an, musst du jetzt alle wegwerfen? Nein, das musst du nicht. Das nicht. Aber du kannst zum Beispiel die besten behalten, oder? Ja, sind ja noch ungebraucht. Das sind ja alle die besten. Du darfst einfach nie mehr in deinem Leben Bleistift kaufen. Ja, jetzt guck mal. Ich sehe es jetzt schon, dass ich nicht so viel Bleistift brauche. Mhm. Und dass ich. Welche sind deine Lieblingsbleistifte da drinnen? Ja, der mit dem Gummi hin. Wie viel darf ich rausnehmen? Das ist ja der Gummi gar nicht mehr dran, oder? Das weg damit! Weg. Komm, gib mir das, was weggeht. Der Kurosch, der ist 4,5. Mhm. Dem schenke ich das. Mhm. So? Also, blau, hä? Ui, guck mal, ein ganzes Säckchen Kugelschreiber. Guck mal, schöne. Oder Glocke. Oh nein, das geben wir nicht dem Bub. Ich muss weg. So, jetzt haben wir mal einen guten Anfang gehabt. Hm? Super wir, Anfang. Jetzt schauen wir uns mal das Gestell an. Da. Wenn wir die jetzt mal wegnehmen. Aber vielleicht muss man es auch wegwerfen. Wie sieht es jetzt aus? Sehr schön. Was stört jetzt aber immer noch? Nichts mehr. Zum Durchschauen, die Sachen, ja. die wir hier haben. Ich muss mich wirklich damit befassen, muss die Hände nehmen, durchschauen. Dann kommen die Emotionen, ich muss es platzieren im Kopf. Und darum ist es halt einfach ein Prozess, der nicht so schnell geht. An der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK beschäftigt man sich mit dem Thema Ordnung und Struktur. Ganz dem Zeitgeist entsprechend gibt es für Dozenten keine fixen Arbeitsplätze. Paolo Bianchi ist Dozent für Querdenken. Er tut sich schwer mit einengenden Ordnungssystemen. Die Vorgabe ist, dass wir alle uns Pult aufräumen, im Gegensatz zu dem Atelier, damit dass ein Arbeitsplatz ist, wo andere wieder hinsitzen können, so wie ein Stafettenlauf, wer gerade da ist. Aber das Problem ist, wie geht das? Ich brauche ja, wir sind ja auch beim Thema so ein bisschen Ordnung. Also ich brauche einen Ordner und ich habe wirklich 3-4 Ordner neben mir, die sind noch leer und ich kriege die einfach nicht voll, weil die Papier, die Unterlagen, die ich habe, die sind nicht A4, die sind nicht genormt. Die sind irgendwie grösser oder dicker oder irgendwie haben die widerstreben sich da dem Ablegemechanismus. Also es ist, der Widerstand ist grösser, obwohl das Gesetz vorgibt, ja, man müsste aufräumen. Minimalist Wartburger besitzt natürlich auch kein Auto mehr.
Sein bester Freund Fabian Vieleger hingegen schon. Mit ihm fährt er gerne mit. Cedric Waldburger hat einen Master in Elektrotechnik und in der Schule gehörte er immer zu den Besten. Fabian war Pfadileiter und der 4 Jahre jüngere Cedric ist ihm sofort aufgefallen. Wir hatten eine sehr lässige Gruppe und er war ein Wiffer, ein Guter. Und ich glaube, hier schon ein Schlauer. Also ihm konnte man einfach nicht in das Eich angeben. Ich glaube, seine Mami war froh, wenn er wieder vom Computer wieder in den Wald kam. Er hat einen Grund gegeben, am Samstag im Wald, und dann konnte er mal wieder am Computer hocken. Und mit 12 Jahren habe ich viel am Computer gemacht. Ja, jetzt ob Nerd oder nicht, ich weiß nicht. Aber also, ich habe von dort schon gemerkt, der Ausgleich tut mir eigentlich gut, um ab und zu in der Natur raus zu sein. Du bist dann Leiter geworden, als ich dann Stammleiter geworden bin. Da haben wir zusammen viel Lager gemacht und da hat man gemerkt, man kann nicht gut zusammenarbeiten. So, das ist Chemie, die stimmt, das ist irgendwie lässig. Und dann hat sich halt wirklich die Leidenschaft zu Websites, also ich habe gestaltet, Cedric hat programmiert. Und unser erstes Projekt war eigentlich wirklich die Website der Pfadi Rapperswil-Jona. Und das war in einem Zeitalter, das war die Website noch völlig neu. Wie alt waren Sie denn? Ja, ich habe etwa 14 und du dann etwa 18. 18 war, ja. Und dann gesagt haben, ja, komm, jetzt machen wir das ein bisschen hobbymässig. Fabian hat dann dort seinen Job aufgegeben. Ich habe dann, dass wir ein Büro hatten. Und ich habe den Tag durch die ETH studiert und bin dann am Abend haben wir uns abgeklatscht und habe dann eigentlich das verarbeitet, was Fabian verkauft hat den ganzen Tag durch. Und besonders gefreut hat es mich natürlich, wenn er etwas verkauft hat, weil ich gar nicht gewusst habe, wie programmieren. Dann sind die Nächte noch ein bisschen länger geworden. Ihre damals gegründete Werbeagentur beschäftigt heute mehrere Mitarbeitende. Cedric ist nicht mehr operativ beteiligt. Aber wenn er in der Schweiz ist, benutzt er immer das Büro der Agentur. Vieleger ist gerne Patron, sesshaft und hasst es zu fliegen. Im Geschäft gemeinsam erfolgreich könnten ihre Lebensstile unterschiedlicher nicht sein. Ja, der Fabian besitzt, glaube ich, ein bisschen mehr Sachen als ich. Wie viel haben Sie? Wie viel Gegenstand? Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe keinen Plan. Ich habe das doch nicht. Also mich kennt sie im Fall auch nie in Sinn, um die irgendwie aufzuschreiben. Ich meine, er hat schon mal gezogen, oder? Er hat eine Liste 6, er fällt mir von den 64 Sachen, oder? Ich meine, nur schon die Idee zu aufschreiben. Also wenn ich alles müsste, ich weiß doch auch nicht. Aber ich habe auch viele Sachen, die ich gar nicht brauche, oder? Aber ja, ich habe wahrscheinlich schon mehr als 64. Nein, ich habe viel mehr als 64. Ich habe 1064. Ich weiß nicht, was hat so ein normaler Haushalt? Schätzungsweise 10.000. Oder? Also ich koche ja noch gerne. Da hast du ja nur schon mal 10 Rüstmesser. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich kenne selten einen anderen Menschen, der so diszipliniert in seinem Leben ist. Oder mit allem, was er macht. Also mit seinem Tagesablauf, mit seinen Zielen. Extrem diszipliniert. Dafür versteht es Vieleger zu genießen und freut sich, dass er sich eine große Wohnung leisten kann, wo er mit seiner Frau lebt. Waldburger ist derzeit Single und er trinkt aus Prinzip immer nur Wasser. Merci. Bitte. Hat man jetzt am Cedric seinen Lebensstil, so wie wir ihn kennen, diese 64 Sachen, minimalistisch, aufs Wesentliche beschränkt, das ist super, super schön. In ein paar Jahren sagt vielleicht der Cedric, du, jetzt möchte ich vielleicht mal eine Familie, die gibt es 1, 2 Kinder, dann schauen wir dann, wie viele Spielsachen die Kinder haben. Weil die Kinder, die sagen dann nicht, nein, jetzt hast du noch das Auto, jetzt, wenn du das Auto möchtest, dann müssen wir das wegtun, weil das ist nachher nicht mehr auf dieser Liste von meinen Gegenständen. Und ich glaube, das ist dann schon nicht so einfach. Ich glaube, das, was ich diszipliniert mich durchziehen, ist, dass ich immer konsequent bin und mich frage, was ist das, was mich wirklich glücklich macht und dann das verfolge. Ja. Und momentan heisst das, möglichst viel Zeit an diesen verschiedenen Projekten verbringen, möglichst frei sein, können von einem Tag auf den nächsten Kontinent wechseln. Und darum habe ich momentan so wenig Sachen, weil, mich das Glück, weil ich weiss, dass die hinter einem Ziel, das mich glücklich macht. Es ist nicht das wenig Besitzen an sich. Eigentlich paradox. Menschen, die sich viel leisten können, leiden plötzlich darunter. Für Cedric Waldburger ist das derzeit alles, was er an Besitz braucht. Weniger ist mehr.
auch bei der Wohnfläche. Dieses baubiologische Haus ist nur 35 Quadratmeter groß. Es besteht aus Holz und Lehm und ist bis auf das Wasser energieautark. Ein sogenanntes Öko-Mini-Haus, entwickelt von Tanja Schindler. Sie lebt seit einigen Jahren minimalistisch. Es ist eigentlich ein extrem schöner Prozess, wenn man minimalistisch leben will. Aber es ist kein einfacher Prozess und ich rate jedem, sich ganz viel Zeit zu lassen für diesen Prozess. Mindestens ein Jahr einplanen und das ganz schrittweise machen, langsam, und sich jedes Mal wieder an die Situation, an die neue Situation von weniger Sachen, zum Beispiel im Kleiderschrank, gewöhnen, bevor man den nächsten Schritt wieder macht. Damit man eben schlussendlich nicht den Frust hat und eine Überforderung. Und wenn man das ganz langsam macht und einfach seinen Geist mitwachsen lässt, ist das jedes Mal eine extreme Befreiung und eine extreme Freude, wenn man es dann geschafft hat. 5 Jahre stand ihr Haus in der Nähe von Uster im Kanton Zürich. Ein Megakran. Jetzt ist der Pachtvertrag fürs Land abgelaufen und sie muss umziehen. In ihrem Fall heißt das, das ganze Haus reisefertig zu machen. Ihr Freund lebt in Altdorf im Kanton Uri und dort hat sie einen Platz gefunden, wo sie ihr Haus aufstellen darf. Nein! Also ich habe nichts hören, knacken oder so. Da habt ihr etwas gehört? Meine Nerven, das echt nicht oft aushalten. Ihr 19 Tonnen schweres Zuhause ist eigentlich dafür konzipiert, dass man damit den Standort wechseln kann. Trotzdem ist der Umzug aufwendig. Ja, Leute, die sagen, Minimalismus ist, wenn man nur noch 100 Sachen hat. Für mich ist Minimalismus, wenn man nur noch die Sachen um sich herum hat, die einem gut tut. Und das ist für gewisse Leute mehr als für andere. Also das ist, ich finde, ich ist eben individuell. Und für mich ist es nicht einfach so ein Beschränken auf eine gewisse Menge. Vorgehen ist eigentlich maximale Ausweitung an Möglichkeiten, an alles, was zur Verfügung steht, von Mensch über Ding, über Konsum, und dann versuchen, eine Auswahl zu treffen. Wir nennen das bei uns so ein bisschen Kuratieren, ein Auswählen in Zusammenhang bringen oder so. Vielleicht sind Minimalisten wirklich so Lebenskuratoren oder Kuratoren vom eigenen Ich. Kollege, hä? Ja. Schreibst du Kolleginnen? Kolleginnen? Ja. Kann zum Beispiel da drinnen sein, oder? So schön. Oh, guck mal. Ich liebe das. Das sind einfach verschiedene Sachen, die verstreut sind, wenigstens mal am gleichen Ort sind. Das gehört zum. Sonst können wir auch noch eine Kiste machen. Weiß noch nicht. Will ich nicht mehr. Dann schenke ich dir. Oh, der will es nicht, glaube ich. Weg. Das ist das Hochzeitsgeschirr von meiner Mami. Also das brauchst du ab und zu bei zu speziellen Anlässen, oder? Ja. Was hast du schon ein Jahr lang nicht mehr gebraucht in diesem Buffet? Da gibt es den wunderbaren Suppentopf hier. Aber nein, komm, ich gib's im Brokkohaus.
Die behalte ich. Das ist Brocki. Brocki. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber stimmt's für dich? Ja, ja. Das habe ich jetzt noch. Da kann noch 4 Tage wird der Aufräumcoach mit ihr weiterarbeiten. Die Gabel da? Gabeln? Uiuiui. Minimalist und Optimierer Waldburger übernachtet gerne bei seinen Eltern, wenn er in der Schweiz ist. Seine Schwester hat sich schon früh daran gewöhnt, dass ihr Bruder einen speziellen Umgang mit Dingen pflegt. Er war nie der, der immer alles neu wollte, sondern wenn mal etwas das Typischste war. Ganz einfache Sachen, irgendwie der Badwannenstöpsel, hat der Papi mal einen neuen gebracht und er hat gefunden, wieso, der alte ist doch eigentlich auch noch gut. Also er hat schon immer nicht unbedingt Neues haben, wenn das alte noch okay war. Ja, eigentlich so. Mir hat es mehr Mühe gemacht am Anfang, als er angefangen hat, eben da sein Zimmer so räumen und Sachen, die ich jetzt emotional einfach auch daran gebunden war. Ich habe gesagt, nein, also, Mami, das brauche ich ja nicht mehr. Und ich, ja, du, er kommt ja nur nach Hause schlafen. Ich habe gesagt, ist doch gleich, lass doch das in diesem Kasten da unten, das stört ja niemanden. Und er sagt, nein, ich brauche es nicht mehr, also gebe ich es fort. Und ich habe mich wie am Anfang müssen daran gewöhnen. Zuerst habe ich gedacht, ja, jetzt hat er wieder so eine, ich sage dem Spleen, er hat von klein auf eben so manche spezielle Ideen gehabt und hat das extrem umgesetzt. Und das habe ich am Anfang auch nicht recht begriffen. Ich habe immer so gedacht, ja, ja, hat er wieder eine Zeit lang. Und erst, als wir noch so ein bisschen mehr darüber geredet haben, auch als er angefangen hat, so Sachen vortragen, habe ich müssen sagen, mal, er hat wirklich alles sehr gut überlegt, er macht das begründet. Dann habe ich, verstehe ich es jetzt auch. Ich würde nie duschen wollen, ich könnte das nie, aber wir sind heute auch so weit und sagen, ja, sollen wir das? Nein, wir brauchen es eigentlich nicht. Aber nein, ich könnte mir das nie vorstellen mit so wenig Sachen. Das wäre mir definitiv zu wenig, oder? Aber es spornt schon ein bisschen an, das ist so, wie Heidi das gesagt hat. Es gibt Sachen, die man sich schon zweimal überlegt. Ich brauche jetzt noch mal 2 Paar Hosen oder noch mal ein paar Hemden. Man kommt mit wesentlich weniger schon aus, oder? Haben Sie das Gefühl, er ist glücklich? Ja, sehr. Absolut. Ja, ja, das ist wirklich. Jetzt kommt gerade mein Flug abboarden und jetzt geht es für den Flug nach Singapur. Jetzt geht es wieder los nach Frankfurt. Dann geht es für mich nach Indien, wieder weiter nach Australien. Gut 1,5 Mal um die Erde innerhalb von 3-4 Wochen. Mein 100. Flug dieses Jahr. Ich trinke viel vor dem Flug einmal wegen der trockenen Luft, die kommt. Einfach meinen Körper hydriert behalten. Das ist zuhause für die nächsten 8 Stunden. Das ist jetzt was ich mache. So, es ist Mitternacht. Well, let's think about it. So, ich bin jetzt am Flughafen Zürich. Eine der Sachen, die ich oft mache, ist, ich will es einchecken. Flughafen Zürich. Und das Interessante da ist, sieht man dann, dass jetzt innerhalb der letzten paar Jahre, das ist mein 255. Mal am Flughafen Zürich. Tausende von Flugmeilen jährlich sind alles andere als minimalistisch. Ich glaube, ich bin mir dem schon bewusst, dass es nicht optimal ist. Ich versuche nicht zu fliegen, einfach damit ich geflogen bin. Und vielleicht tue ich dafür auf der anderen Seite etwas, indem ich nicht Sachen kaufe und die dann schnell wieder wegschmeiße. Aber klar, das ist nicht optimal. Für die digitalen Nomaden ist es normal geworden, zwischen den Welten, in denen die einen an Mangel leiden und die anderen den Überfluss beklagen, hin und her zu pendeln. Immer im Fokus die stete Steigerung der Lebensqualität. Cedric Waldburger will vor allem die beste Version seiner selbst sein. Das ist zweite Sexy. Genau. Ich brauche so eine App, um jeden Morgen das Workout zu machen und sehe, wie viele Push-Ups habe ich das Jahr schon gemacht.
gesehen, insgesamt haben wir das Jahr ungefähr 8.500 Push-Ups gemacht, im Schnitt 140 pro Tag. Insgesamt etwa 9,5 Stunden mit Push-Ups verbracht das Jahr. Und ich nutze die App schon seit jetzt 5 Jahren. Das ist noch spannend zu sehen, ich habe insgesamt schon 42.000 Push-Ups mit der App allein gemacht. Ich mag Push-Ups sehr, weil, wie ich gesehen habe, es braucht sehr wenig Platz. Und es ist doch etwas, was einem ins Schwitzen bringt und weiterbringt, irgendwie fit macht mit der Zeit. Ja. Es ist alles komplett schwarz, weil es hat verschiedene Vorteile. Es geht immer alles zusammen. Ich muss nur einmal waschen in der Woche, nur eine Wäsche machen. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, ich muss mir eine Entscheidung weniger machen. Also wenn ich mich mal entschieden habe, etwas zu kaufen, muss ich mir gar nicht erst überlegen, ich kaufe es in Rot, Schwarz oder Blau. Ich kaufe es einfach immer in Schwarz. Und dann der letzte Punkt, wo eher etwas Praktisches ist. Sie sehen, das ist alles, meistens sind bitterweiß bezogen in Hotel und die Apartments. Und es ist viel schwieriger, etwas Schwarzes zu verlieren auf einem weißen Bett, als ein weißes T-Shirt oder Hemd. Heute ist er in einem Hotel in Armenien erwacht, in Yerevan. Can you take a minute and go through the expectations that we collected at the beginning of the retreat, so that er gibt Anweisungen an sein Team, dass er gleich treffen wird. Wie immer hat er seinen ganzen Besitz bei sich. Viermal im Jahr trifft er irgendwo auf der Welt sein Team. Es sind inzwischen 7 Mitarbeiter. Jeweils in einem sogenannten Coworking Space, einem gemieteten Büro. Online hat er als Chef jederzeit die Übersicht darüber, woran seine Angestellten gerade arbeiten. This will be the emails triggered from Mixpanel, right? Based on the implementation of Akkuschuss. Bezahlt wird nur sogenannte produktive Zeit. Auch in seinen Firmen geht es vor allem um Effizienzsteigerung. Zentask ist eine Task Management App, die einem erlaubt, mit seinem eigenen Team zusammenzuarbeiten, aber auch mit seinen Kunden und seinen Suppliers, also Zulieferer oder Drittparteien, können zusammenzuarbeiten auf eine viel effizientere Art als E-Mail. Sein persönlicher Assistent Bojan lebt in Moldawien und organisiert von dort aus das Leben seines Chefs. Auch ihn trifft er nur alle 3 Monate. Ich mag die Idee, alles minimalistisch zu halten. Man ist auch sehr mobil, was bei ihm sehr wichtig jetzt ist, bei diesem Lebensstil. Und ja, ich finde es ziemlich interessant, ja. Könnten Sie, Sie haben Familie, könnten Sie sich das für sich auch vorstellen? Nein, auf keinen Fall. Also mit Kindern geht das ja nicht. 12, 13, 14, 15, and 1, 2, 3, 4. Disziplin und Selbstoptimierung sind wichtige Werte im Leben von Cedric Waldburger. Sport ist Pflicht für sein Team. Genauso wie Ausflüge in einen sogenannten Room Escape. Das heißt, er lässt sich mit dem ganzen Team in einen Raum einsperren, zum Beispiel in einen dunklen. Und nur wenn sie gewisse Rätsel lösen, können sie sich gemeinsam befreien. Es gewinnt, wer am schnellsten ist. Das nennt er effiziente Teambildung. Fokussieren ist essentiell für den Minimalisten. Durchaus auch mit unkonventioneller Methode. Also ich habe so einen Spleen, wo ich genieße es, einen Föhn mit warmer Luft laufen zu lassen bei Sachen, wo ich mich konzentriere. Das kann sie programmieren, das kann sie früher viel Sachen auswendig lernen, Sprache lernen oder so. Oder jetzt da, wenn ich in so einen Flow-Zustand hineinkommen möchte, wo ich einfach Sachen abschreibe, wo ich irgendwie meinen Kopf entlerne. Wenn es keinen Föhn hat und ich irgendwo bin und ich das möchte, lasse ich ein Audio-File laufen, wo irgendwie ein Föhn läuft. Ja, also völlig gaga-gaga, aber es funktioniert. Ja. und das von mir zu hören, das muss ja nicht immer alles Sinn machen. Ja. Er hat sein Leben in 12 Bereiche wie Business, Sport, Freunde und so weiter eingeteilt. Und kontrolliert alle 3 Monate, ob er seine selbst gesteckten Ziele erreicht hat. Der Prozess läuft so ab, dass ich mich hersetze und dann eine E-Mail schreibe, wo aus 2 Teilen besteht, einen Rückblick und einen Ausblick. Im Rückblick schaue ich zurück auf die 12 Lebensbereiche im letzten Quartal und sage mir Sachen wie,
Oder stelle mir selber Fragen, wie. Die wichtigste Frage ist immer, wie fühle ich mich in diesem Lebensbereich? Und versuche möglichst ehrlich mit mir zu sein. Bin ich unendlich glücklich oder gibt es Sachen, die mich stören in diesem Lebensbereich? Und dann gibt es auch noch ein bisschen detailliertere Fragen, wie zum Beispiel im Bereich Freunde. Stelle ich mir die Frage, mit welchen 5 Leuten habe ich am meisten Zeit verbracht in den letzten 90 Tagen? Was konnte ich von denen lernen? Was haben die von mir mitnehmen? Und sind es die richtigen 5 Leute? Und basierend auf diesem Rückblick schreibe ich nachher in einem zweiten Teil von dem E-Mail einen Ausblick, wo ich mir sehr konkret sage, was möchte ich ändern in diesem Lebensbereich. Und schicke dann das in Zukunft. Ich nutze für das so einen Service, der mir das Mail zurückschickt. Und zwar in meinem Fall 90 Tage später. Das heisst, 90 Tage von heute an, wenn ich das Mail abschicke, komme ich dann das Mail wieder über. Und habe dann schwarz auf weiß eigentlich, oder halte mir sozusagen einen Spiegel vor, wo mir sagt, was habe ich mir vorgenommen von 90 Tagen. Ja, die Frage ist, ist ein ausgeprägter Individualismus, Narzissmus, ist ein Einsamkeitsmoment, wo das beflügelt? Geht denn durch das, denn, kann ich denn in diesem Ordnungsmoment, System oder Wahn überhaupt noch sozial kommunizieren? Bin ich denn überhaupt noch verträglich in so einem, oder bin ich nur so eine autonome Zelle, die eine Art Selbstverwirklichung sucht? Ja, dort habe ich so meine Zweifel. Tanja Schindler ist mit ihrer 35 Quadratmeter Öko-Minibox in Altorf angekommen. Sie darf sich auf dem ehemaligen Militärgelände niederlassen. Wieder wird das Haus alleine auf einer großen Wiese stehen. Das ist überhaupt nicht ökologisch. Das ist auch von der Raumplanung her überhaupt nicht sinnvoll. Darum ist die Box eben nicht fest installiert, sondern wir wollen eigentlich Ländereien nutzen, die im Moment nicht genutzt sind. Und wir können da aber auch wieder weggehen. Und das Land ist wieder im Urzustand. Gut so. Ja, da ist perfekt. Weißt du, die Fenster, die sind immer auf der einen Seite so auf die Seite gekippt vorher. Das nimmt jetzt ein Wunder, wie es ist. Perfekt! Jetzt ist er stolz! Wahnsinn im Fall! Ja, ein Setz und es sitzt. Sonnenenergie erzeugt den Strom und mit dem Holzofen wird geheizt. Es ist ein von Stiftungen mitfinanziertes Experiment für reduziertes, umweltschonendes Wohnen. Ich habe eine spezielle Bewilligung. Es ist öffentlicher Grund, wo man eigentlich nicht Wohnhäuser anbauen darf. Ich habe aber eine Bewilligung bekommen, weil ich ein öffentliches Projekt bin und die Auflagen erfülle für das. Sprich, dass ich Besichtigungen weiterhin mache. Den Wasseranschluss und das Abwasser musste sie allerdings selber finanzieren, weil das Land noch nicht erschlossen war. Die neue Umgebung hat auch ihre Eigenheiten. Im Kanton Uri habe ich den Föhn. Und jetzt ist der erste Tag und er zeigt sich gerade. Und von dem habe ich schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn er das erste Mal so richtig stark blaset. Und sie hofft, dass sich eine gute Nachbarschaft entwickelt und sie mit ihrem Lebensstil ohne Statussymbole nicht aneckt. Cedric Waldburger hat in der Lounge im Flughafen geduscht und arbeitet ein paar Stunden zwischen 2 Flügen. Egal wo er ist immer total flexibel. Das verschafft ihm auch die größtmögliche Übersicht und Kontrolle über sein Gepäck und über sein Leben. Meine grösste Angst ist Krebs. Oder vielleicht kann man es ausweiten auf Krankheiten im Allgemeinen, die man nicht kontrollieren kann. Ich glaube, ich habe Angst vor dem Kontrollverlust, den so eine Krankheit zu einem bringen kann. Die Vorstellung davon, viel von dieser Freiheit, die ich momentan habe, zu verlieren oder vor allem auch das Bewusstsein, das ich momentan habe, zu verlieren. Und ich glaube, auch eine Last für andere zu werden, ist etwas, das tiefe Angst in mir auslöst. Ja. Im Moment fühlt er sich sehr gesund und lebendig. Er hat sich verliebt. Seine Freundin wartet heute in Berlin auf ihn. Schönen Tag. Im Gegensatz zu Cedric hat sie allerdings eine Wohnung in der Schweiz. Na du?
Auch sie ist als digitale Nomadin oft unterwegs. Kein Wunder wurde sie im Internet auf ihn aufmerksam. Ich habe zu Hause einfach gesessen auf der Couch abends und habe so durchs Handy gescrollt und bin dann per Zufall bei Facebook auf ein Video gestoßen. Ist irgendwie in meiner Timeline aufgetaucht. Und in dem Video hat er über seinen Lebensstil erzählt. Und, Vortrag. Genau, genau. Das war so ein Vortrag über Minimalismus, über seinen Lebensstil, seine Einstellung zu allem. Und noch während ich mir das Video angeschaut habe, habe ich angefangen, Klamotten zusammenzupacken, die ich schon seit Monaten einfach so zu Hause rumliegen hatte. Aufräumen. Und hab ausgemistet. Ja, und dann dachte ich mir, okay, wenn jemand schon so viel Einfluss auf mich hatte, einfach nur durch ein Video und ja, eigentlich finde ich ihn auch ganz attraktiv, vielleicht sollte ich ihn mal anschreiben. Was ich auch schön gefunden habe, Elena, ist, haben wir irgendwie gerade so eine Ebene gehabt, wo wir uns super verstanden haben. Und wir haben beim ersten Date sind wir irgendwie darauf gekommen, was heisst eine Beziehung zu haben oder wie funktioniert, wie schafft man es, dass eine Beziehung lang funktioniert. Und sie gesagt, eigentlich ist es doch so einfach, man muss nur das Team denken. Ja? Man muss nicht irgendwie egoistisch sein, sondern einfach das Team denken. Mhm. Und der Gedanke hat irgendwie voll Sinn gemacht für mich. Das ist mir auch geblieben. Ich habe dann einfach gedacht, ich möchte irgendwie mehr von ihr, ich möchte sie besser kennenlernen, mehr erfahren. Was steckt da dahinter? Was hat sie sonst noch für coole oder für interessante Gedanken? Und habe sie dann eigentlich, ich weiß nicht mehr, am gleichen Abend oder am nächsten Morgen gefragt, ob wir uns am nächsten Tag wieder sehen können. Ja, und so ist das relativ schnell gegangen, dass wir uns öfters gesehen haben, ja. Was wir tatsächlich schon ein paar Mal gemacht haben, ist uns einfach zusammengesetzt und so ein paar Sachen uns vorher überlegt, die wir gut aneinander finden, die wir weiter verstärken möchten, die wir vielleicht an dem anderen als ein bisschen problematisch ansehen und wo wir uns dann helfen wollen, besser zu werden in etwas, was für gemeinsame Ziele wir uns setzen wollen. Sowas, ja, das machen wir schon regelmäßig und ja. Selbstoptimierung entspricht auch ihr. Ihre Arbeitsstile passen zusammen. Sie optimiert Suchmaschinen. Elena hat allerdings allein in ihrem Badezimmer mehr Dinge stehen, als ihr Freund im Ganzen besitzt. Es hat von Anfang an eine Regel gegeben, die ist, wenn wir zusammen irgendwo hier reisen, also ab und zu gehen wir auch, kommt Elena mit oder ich gehe irgendwo her, wo sie ist, oder manchmal fliegen wir auch von der Schweiz zusammen. Ich habe gesagt, wir machen das einfach immer nur mit Handgepäck. Ich verschwende keine Zeit von meinem Leben, um an einer Gepäckausgabe zu warten. Minimalist Selim Tolga widmet sein Leben dem Aufräumen und lebt selbst auch sehr reduziert. Das hat bei mir als Kind schon angefangen. Also ich habe gerne mit den Spielsachen aufgeräumt, überlegt, wie kann man die systematisch anordnen, wie braucht es zu wenig Platz. Und irgendwann hat es bei mir nicht mehr zu aufräumen gegeben. Und dann haben mich andere gefragt, kannst du mir nicht mal helfen, den Kleiderschrank aufzuräumen. Und so ist ein Business daraus entstanden. Ich habe im Moment etwa 426 Gegenstände. Das schwankt ein bisschen. Und haben Sie die alle gezählt? Ja, ich habe sogar eine App auf dem Markt, wo man eben seine Gegenstände zählen kann. Pro Raum kann man einen Raum anlegen und dann die Gegenstände eintippen, die man hat. Und dann sieht man es total. Das ist ein bisschen extrem, aber es ist halt noch lustig. Wenn man mal so wenig Sachen hat, warum denn nicht auch zählen? Seine Frau hat sich daran gewöhnen müssen, dass immer perfekt aufgeräumt ist, wenn sie von ihren Geschäftsreisen nach Hause kommt. Und dann kommt halt auch ein bisschen dazu, der Horror Vacui nennt sich das, dass das Grundbedürfnis des Menschen ist, Leere auszufüllen. Also je nachdem, wie gross 20 Quadratmeter grosse Wohnung, dann tut man 20 Quadratmeter ausfüllen. Wenn man 40 zur Verfügung hat, tut man 40 ausfüllen. Also der Mensch hat nicht gerne Leere. Räumen Sie denn immer alles weg, wenn Sie etwas gebraucht haben? Ja, das mache ich schon. Das ist halt so ein Aufraum-Geheimnis, dass man alles sofort erledigt. Ja, das ist schon so eine Regel.
das und das Zweite ist, dass alles eben seinen Parkplatz hat und dass man mehr braucht und tut es wieder zurück. Und wenn man das immer gerade macht, hat man nie Unordnung. Ist das denn nicht ein bisschen zwanghaft, wenn man immer gerade alles muss verräumen? Ja, was ist denn nicht zwanghaft? Irgendwann tut man es ja dann eher gleich aufräumen. Also warum nicht gerade in dem Moment, wo man es gerade in der Hand hat? Oder? Es geht auch um Zeitoptimierung im Minimalismus. Marie Kondo, Aufräumprofi, die macht es zum Beispiel so, dass jedes Sockenpaar so gerollt wird und dann wird es schön angeordnet. Das mache ich jetzt nicht. Eben wieder aus dem Minimalismusgedanken. Es soll immer noch praktisch sein. Die Socken sind alle die gleichen Socken und das ist einfach praktisch. Kann man so reingehen nach dem Waschen und man nimmt einfach zwei raus, es passt eh alles zusammen. Praktisch. Also ich versuche immer alles praktisch zu machen und dass man nicht Zeit verliert. Die Welt ist komplex, ist unübersehbar und unberechenbar. Ich brauche irgendeine Sicherheit, ich brauche etwas, das rituell mich abholt. Die Frage ist, ob das eine Ersatzhandlung ist. In dem, dass ich mein Hemd zu einer Wurst forme und zu einer Art Wurstsalat als Kleiderschrank habe, kann die Welt neben mir apokalyptisch untergehen. Aber ich habe mein System, das mich beruhigt. Also die Frage ist, ob der Ordnungsmoment nicht eine Beruhigungspille ist, um mich vor den wirklichen Sachen oder den Sachen, die mich vielleicht wirklich würden verändern im Leben, ablenken. Ein wichtiger Prozess beim Aufräumcoaching ist, dass man auch begleitet, wenn es fertig ist. Also es geht hier um Gewohnheiten, die man ändern muss. Und das braucht Zeit, bis die Gewohnheiten etabliert sind. Also ich mache dann aber so Kontrollcoachings, wo ich vielleicht einmal im Monat vorbeigehe und schaue. So, zeig mal, wie sieht es hier aus? Brutal, schau mal. Ja, das ist ein bisschen vollworten. Die leeren Ordner, die Schachteln, die Möbel, alles wüste Sachen eigentlich. Gut. Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn das jetzt weggeht? Ja, die Wohnung ist jetzt leerer und erleichtert. Ich finde alles gar nicht so toll, was da ist. Hast recht gehabt, Selim. Gib mir fertig. Dann gehen wir noch in den Paper Room. Ja, das ist gut. Vier Tage hat er mit ihr aufgeräumt. Überraschung. Danach hat sie selbst weitergemacht. Sehr gut. Ja. Bist du zufrieden, gell? Ja. Obwohl noch ein paar Sachen da sind, Selim. Mhm. Du hättest ja vielleicht noch lieber, dass noch weniger da ist, oder? Gut, das ist ein Arbeitszimmer, oder? Das habe ich von Anfang an gewusst. Ja. Da arbeitest du, da hast du all deine Sachen. Das darf da ein bisschen Sachen haben. Das sind deine Werkzeuge, die du brauchst zum Schreiben, zum Arbeiten. Es ist alles schön geordnet jetzt. Ja, das ist wahr. Mit den Farben hast du jetzt so schön durchgezogen. Man hat grün, gelb, das Bild oben. Ich habe um jeden Teller gekämpft. Oder? Dann sagt er, du brauchst nicht so viele Teller. Dann habe ich gesagt, ja, aber so einen schönen Teller weggeben. Und plötzlich merke ich, mehr als 5 Teller brauche ich nicht. Plötzlich und, hast du es nicht ja, ich habe es gemerkt. Und mehr so als, ja, ich bin langsam reingekommen. Ich habe einen Liebesbrief vorgeworfen. Ich habe auch schlimme Sachen vorgeworfen. Lauter negative Briefe habe ich auch schon mal ein Versetzungsgesuch von einem Schüler. Habe ich wieder gelesen. Er sagte, du musst nicht lesen. Negatives kommt sowieso in den Sack. Er hat mir sehr geholfen. Eigentlich mit dem Leben aufräumen. Nicht nur einen Raum aufräumen, sondern ein bisschen noch halbe Vergangenheit aufräumen. Ich habe ja noch genug Vergangenheit da. Ja, es ist natürlich auch eine Entdeckungsreise aufräumen. Also vieles kommt wieder vor, man tut es nochmal verarbeiten. Und wenn man es eben nochmal verarbeitet, kann man so besser gehen. Also wenn man es nochmal in den Händen hat. Und das Foto, das liegt dir jetzt am Herzen. Und das ja, darf der sein. Sie hat Freude daran, wenn sie durchläuft und das Foto ja, der sieht. Ja, schau mal. Oh ja. Das Wohnzimmer ist ziemlich leer geworden. Zeig mal. Ja. Da. Am schwierigsten war, die Geschenke zu entsorgen. Hat er mir eine echte Straußenfeder geschenkt? Ehrlich gesagt, ich brauche keine Straußenfeder. Ja. Keine echte und keine unechte. Aber es war ja so lieb. Ich weiß nur, wie der mir die überreicht hat. Mit welchem strahlenden Lächeln. Der Sinn von einem Geschenk ist eigentlich, in dem Moment, wo man es übergibt, einem anderen Freude zu machen. Dann ist echt der Zweck erledigt. Schon erledigt.
Schön, wenn es so einfach wäre. Minimalist Waldburger ist wie immer unterwegs. Alle 90 Tage bekommt er von sich selbst eine Mail, die ihn daran erinnern soll, was er in verschiedenen Rubriken ändern wollte. Er zieht Bilanz und formuliert neue Ziele. Und dann vielleicht das grösste Ziel oder die grösste Veränderung. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt innerhalb von 90 Tagen abschliessen kann. Aber die ist sicher, dass ich versuche, den Wandel, den ich gemacht habe mit Sachen, wo ich von 600 Sachen auf 964 gekommen bin, jetzt eigentlich in meinem Kopf zu machen und viel mehr zu fokussieren auf ein Projekt. Also, wo wir das letzte Mal miteinander geredet haben, bin ich noch sozusagen gesprungen zwischen 15 verschiedenen Projekten insgesamt, schon 3 Hauptprojekte, aber auch das ist noch zu viel. Und bin jetzt eigentlich auf dem Weg, das alles auf ein Projekt zu fokussieren. Und das Zweite, was mir sicher auch noch im Hinterkopf präsent ist, ist, ich hatte vor einer Woche einen Unfall gehabt. Einen Autounfall, der extrem glimpflich ausgegangen ist. Bis auf ein bisschen Verletzung an der Schulter nichts passiert ist. Aber ich sicher mehr als 3 Schutzengel hatte, die an diesem Tag für mich gearbeitet haben. Und auch wenn ich mein Leben sehr, sehr bewusst lebe, ist das nur mal eine Erinnerung, wirklich einfach jeden Tag zu genießen und aus jedem Tag das meiste zu machen. Und Sachen, die ich möchte sagen und machen, die heute anzugehen und nicht auf irgendwann später schieben. Auch bei seiner Rubrik Liebe hat er sehr fokussiert eine Entscheidung getroffen. Ein einschneidender Wechsel oder Entscheidung in meinem Leben herkommt, die überhaupt nichts mit diesen 90 Tagen zu tun hat, ist, dass ich mich bald verloben werde. Ich bin super, super glücklich in dieser Beziehung. Ich weiß einfach, das ist das, was ich will. Ich habe die eine gefunden. Und das ist nicht etwas, für das ich nicht den 90 Tage Rückblick brauchte, für das ich nicht mehr so am Computer sitze und eine E-Mail schreibe. Sondern es war etwas, das einfach ganz tief in mir rein, entstanden ist und ich relativ schnell gewusst habe, nachdem ich Elena kennengelernt habe. Er zweifelt nicht daran, dass sie Ja sagen wird. Tanja Schindler lebt jetzt seit 8 Monaten mit ihrem Öko-Mini-Haus auf dem ehemaligen Militärgelände in Altdorf. Am Anfang hat es natürlich auch ein bisschen Unwille gegeben bei den Leuten da, weil ich jetzt auf einem Standort bin, wo schon andere etwas machen wollten und keine Bewilligung bekommen haben. Und ich habe eine Sonderbewilligung jetzt da, dass ich da wohnen darf, weil ich auch ein öffentliches Projekt bin. Mein Traum wäre, dass wir mal das ganze Dorf realisieren könnten, wo wir wirklich mal zeigen können, was ist eigentlich unsere Vorstellung von dem natürlichen, nachhaltigen, minimalistischen Wohnen. Was hat das für Vorteile und was für Synergien können wir da wirklich machen mit so einem ganzen Projekt? Und da fehlt uns einfach noch eine Gemeinde und ein Grundstück, wo einfach mal sagt, hey, wir wollen das, wir stellen euch das zur Verfügung, sicher für 10 Jahre, dass wir das mal testen können und Leute, die so wohnen wollen, die Möglichkeit haben. Es ist so die Generation, die eigentlich im Luxus schon aufgewachsen ist. Genau das sind die jetzt ganz stark merken, hey, wir haben alles gehabt und wir haben gemerkt, dass uns das nicht glücklicher macht. Und wir sind halt die erste Generation, wo das wie als Kind immer in diesem Überfluss schon gsi sind und tendenziell immer ist es uns besser gegangen. Und jetzt merken wir, wie es ist eben nicht das. Weniger haben, dafür mehr sein. Ein Lebenskonzept mit Mehrwert.